Hallo und herzlich willkommen bei Energiekram, dem unabhängigen Podcast über Energiewirtschaft. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um den Smart Meter Rollout, also um intelligente Stromzähler oder intelligente Energiezähler. Denn es geht uns ja nicht nur darum, Strom messen zu können, sondern alle möglichen Sensordaten, aber natürlich auch unsere anderen Energiesparten wie Wärme, Gas, Wasser. Beim Smart Metering, also bei den intelligenten Energiezählern, sprechen wir natürlich über etwas, was uns in der Energiewirtschaft in Deutschland schon mindestens 10 Jahre bewegt, wenn nicht sogar länger, und wo wir seit 2016 eigentlich sogar ein ganz konkretes regulierendes Gesetz haben, nämlich das Messstellenbetriebsgesetz. Und dennoch ist bis heute nur wenig so richtig Greifbares passiert. Wir haben kaum so richtige intelligente Messsysteme am Markt. Aber im April 2023 ist es passiert. Wir haben den Beschluss des Gesetzes zum Neustart der Digitalisierung der Energiewende im Bundestag. Und das heißt, wir haben jetzt ein Gesetz, was sagt, hey, wir müssen jetzt mal neu starten und endlich so richtig loslegen. Wir brauchen jetzt endlich intelligente Stromzähler, wir brauchen jetzt Smart Meter, der Rollout muss endlich losgehen, so richtig losgehen. Aber nochmal zum Hintergrund. Warum brauchen wir überhaupt ganz dringend diese intelligenten Zähler? Und wichtig ist, dass wir dabei gar nicht immer so drüber reden, ja, dann kann endlich der Verbraucher seine Waschmaschine dann laufen lassen, wenn der Strom besonders günstig ist. Wer wird schon seine Waschmaschine realistischerweise nachts laufen lassen? Das macht man so lange, bis die Nachbarn einen aus dem Bett herausprügeln wollen. Oder eben, naja, gut, dass man hier und da dann mal die eigene PV-Anlage mit dem Börsenstrompreis draußen und der Elektromobil-Ladestation und so weiter abgleicht. Ja, das ist schon so eine Idee, die kann man dann mit einem Smart Meter machen. Aber wir sprechen hier über die Energiewirtschaft und ganz offen gesagt, eigentlich brauchen wir diese Smart Meter in der Branche ganz, ganz dringend, damit wir endlich so richtig wissen, wann, wo, welcher Strom fließt. Denn die meisten, wenn sie in ihren eigenen Zählerschrank schauen, sehen da immer noch den alten, schwarzen, schweren Kasten, den Ferraris-Zähler. Dieser ist ein rein analoges Gerät, rein mechanisch, stammt aus dem 19. Jahrhundert, was die Technologie dahinter angeht, nämlich vom Herrn Ferraris. Der hat da eben einen Weg gefunden, in den 1800er Jahren Stromflüsse messen zu können, mittels Magneten, sag ich mal, Magnetfeldern. Und das dann eben an, so zum Beispiel ein Zahnrädchen abzugeben, na, das sehen wir, dass sich dann vorne so dreht, dieses Zahnrädchen langsamer, wenn wenig Strom verbraucht wird, schneller, wenn viel Strom verbraucht wird. Und wenn sich das dreht, na, mit diverse weitere Zahnrädchen und irgendwann haben wir dann so ein Display, ein Register, also wo der Zählerstand steht und der geht dann eben auch irgendwann hoch. Ja, das Prinzip kennen wir ja von diesem schwarzen Kasten vom Ferraris-Zähler. Und dann gab es irgendwann mal so digitale Stromzähler, na, die waren trotzdem, naja, im Prinzip dasselbe. Man hat dann so ein Display und das ist aber jetzt halt digital. Ja, ein digitales Display, okay. Aber dennoch, wir haben einfach nur dieses Display. Und es wird abgelesen, indem man sich da vorstellt und den Zählerstand abliest. Manuell. Einmal im Jahr, typischerweise. Beziehungsweise man kann sich als Verbraucher natürlich ständig da vorstellen, aber die richtige Meldung an die Branche, an die Energiewirtschaft, geschieht typischerweise einmal im Jahr, wenn der Zählerstand angefordert wird. Damit weiß man zwar, wie viel der Kunde im Jahr verbraucht oder wie viel die kleine Solaranlage im Jahr einspeist, in Summe, danach. Aber man weiß währenddessen gar nichts darüber, was ganz konkret an welcher Stelle im Niederspannungsnetz passiert. Der Zustand des Energiesystems ist nun mal, dass wir an vielen Stellen davon ausgehen, dass sich bestimmte Kundengruppen ebenso wie bestimmte Kundengruppen verhalten. Aber da muss man eben auch sagen, dieses sogenannte Standardlastprofil, was wir
für den Haushaltsverbraucher zum Beispiel nutzen. Das Standardlastprofil H0, Haushalt 0. Naja, das ist das Einzige, was wir für Haushaltskunden eigentlich im Standard verwenden. Das heißt, wir sagen, alle Haushaltskunden, alle Haushaltsverbraucher in Deutschland verhalten sich, was Stromverbrauch angeht, exakt identisch. Und das ist ja offensichtlich nicht so. Man muss natürlich sagen, bisher hat es funktioniert und im Niederspannungsnetz, naja, es ist eben schon so, dass es sich weitestgehend ausgleicht. Der eine verbraucht mehr, der andere verbraucht weniger. Der eine speist mehr ein, der andere speist weniger ein. Und in Summe, naja, gleicht es sich halt schon halbwegs aus. Und da, wo es sich nicht ausgleicht, da haben wir natürlich trotzdem Mechanismen wie Regelenergie und Reserveenergien und den Redispatch und so weiter, um die Ungleichheiten, um die Engpässe auszugleichen. Aber es wäre natürlich toll, wenn wir vorher oder spätestens in Echtzeit wirklich wissen würden, was wann wo passiert und wir dementsprechend eine kluge Aufeinanderabstimmung umsetzen könnten. Ja? Smart Metering ist schlussendlich die Grundlage für eine Gesamtdigitalisierung der Energiewende und unseres gesamten Energiesystems. Das ist der eigentliche Hintergrund. Wir als Branche, wir als Energiesystem, wir brauchen ganz dringend endlich richtige Daten. Und das würde eben nur über intelligente Stromzähler und auch andere intelligente Energiezähler für andere Sparten geschehen. Wie am Anfang schon erwähnt, haben wir ja aber eigentlich schon seit Jahren einen laufenden Rollout. Es ist nur wenig wirklich Greifbares passiert. Tatsächlich haben wir nämlich am 2. September 2016 das Inkrafttreten des Messstellenbetriebsgesetzes, beziehungsweise das war Teil des Gesetzes zur Digitalisierung der Energiewende. 2016 kam das. Hat das Messstellenbetriebsgesetz eingeführt und die bis dahin gültige Messzugangsverordnung außer Kraft treten lassen. Wie ich auch schon am Anfang erwähnt habe, haben wir ja nun aber jetzt das Gesetz zum Neustart der Digitalisierung der Energiewende. Denn 2016, das hat irgendwie nicht so richtig funktioniert über die ganzen Jahre. Es ist wenig Greifbares passiert. Was ist so ein bisschen der Hintergrund davon? Wir hatten die Vorgabe, der Rollout der richtigen Geräte, der sogenannten intelligenten Messsysteme, der IMS, der geschieht eben dann, wenn es mindestens drei voneinander unabhängige Hersteller dieser Geräte, der Smart Meter Gateways, gibt. Diese drei Hersteller gab es dann, tja, 2020. Wir haben also tatsächlich 2016 das Gesetz. Und 3,5 Jahre danach sind wir so weit, dass praktisch im Februar 2020 der offizielle richtige Rollout der intelligenten Messsysteme der Smart Meter Gateways starten soll. Mit bis dahin drei zertifizierten Herstellern. Im Laufe des Jahres gab es dann noch den vierten und dann irgendwann auch eine Rezertifizierung. Aber halt tatsächlich, erst dann durfte es so richtig losgehen. Noch einmal, das war so ungefähr Februar 2020. Ein gutes Jahr später, im Mai 2021, kam eine Meldung in unsere Branche: Oberverwaltungsgericht stoppt vorläufig Einbauverpflichtung für intelligente Messsysteme, in Klammern Stromzähler. Was ist passiert? Es wurde natürlich geklagt. Es wurde geklagt gegen die konkrete Ausgestaltung des Smart Meter Rollout, nämlich dass die Zertifizierung dieser mindestens drei Hersteller und deren Geräte vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, BSI, wohl nicht ganz so durchgeführt wurde, wie es eigentlich vom Gesetz gefordert war, nämlich umfassend und vollumfänglich für das, was wir uns wünschen von Smart Metern, sondern wurde praktisch so eine Anlage Nummer 7 der technischen Richtlinie 03109-1 genommen. Und auf dieser Grundlage zertifiziert. Ihr müsst euch gar nicht über diese Fachbegriffe so großartig Gedanken machen. Ich will euch nur sagen, naja, da hat man in der deutschen Bürokratie die deutsche Bürokratie nicht ernst genug genommen und praktisch falsch zertifiziert. Und jetzt im Nachhinein kann man sagen, es wurde wirklich falsch zertifiziert. Denn nicht nur, dass also hier das Oberverwaltungsgericht in Nordrhein-Westfalen gesagt hat, naja, also alle, die geklagt haben, die haben recht. Und die haben jetzt keine Pflicht mehr für den Smart Meter Rollout, bis auf Weiteres. Sondern das BSI selbst hat im Nachhinein die eigenen Veröffentlichungen zurückgenommen
und eben festgestellt, ja, das war nicht ganz richtig. Gleichzeitig gab es dann auch eine kleine Novelle im Messstellenbetriebsgesetz, in welches dann praktisch geschrieben wurde, ja, Vergangenheit ist jetzt eigentlich egal, ab sofort hat das BSI immer recht bei der Zertifizierung. Ab sofort. Und auch für die Zukunft gilt, wenn sich zum Beispiel die Feststellung der Einbaufähigkeit nachträglich als rechtswidrig oder nichtig erweist oder aufgehoben wird, weiter genutzt wird oder so, dann ja, muss das BSI eigentlich nur sagen, es gibt jetzt keine unverhältnismäßigen Gefahren und wir erwarten, dass die gültige Zertifizierung demnächst noch kommt und dann läuft das. Dann darf hier trotzdem eingebaut werden. Also auch da hat man so ein bisschen aus der Hüfte geschossen und versucht, diese ganze Situation zu reparieren. Ebenso in dieser Zeit hat dann das BSI also diese Allgemeinverfügung zum ursprünglichen Rollout zurückgenommen und gesagt, ja, nee, jetzt läuft das aber und jetzt legen wir aber bitte los. Das war noch im Jahr 2022. Und schlussendlich kann man aus dieser konfusen Erzählung heraus schon erkennen, na, so richtig Klarheit gab es eben nicht. Und genau das ist das große Problem. Auch wenn wir dieses Hin und Her hatten und dann eigentlich mal so die Aussage kam, nee, aber jetzt wirklich. So richtig dran geglaubt hat die Branche nicht mehr. Nachdem wir im September 16 das eigentliche Gesetz für den Rollout dann schon bekommen haben, haben wir im Mai 22 mit diesen, ja, Aussagen des BSI, dass es jetzt wirklich funktioniert, so viel Zeit verloren und so viel Unklarheit und so viel Verdruss über diesen Rollout in der Branche, dass einfach wirklich nur so ein paar richtig vorbildliche Unternehmen es geschafft haben, eine ganze Menge Geräte schon an den Markt zu bringen, aber eben noch lange nicht genug, noch lange nicht das, was eigentlich gefordert ist, was wir brauchen, um die vorhin von mir schon erwähnten Möglichkeiten der, ja, automatischen Steuerung und des Aufeinanderabgleichens von Erzeugung und Verbrauch und Speichern umsetzen zu können. Wir standen praktisch immer noch bei nichts. Und so folgten so langsam aber sicher die Gerüchte, dass es ein neues Gesetz geben sollte, eine Neufassung, eine Vereinfachung. Es sollte so sein, dass diese Bürokratie bestenfalls ein bisschen zurückgenommen wird. Und es sollte nicht allzu lange dauern, denn Anfang 2023 spätestens hat man die ersten Entwürfe sehen können, zum Beispiel den Gesetzesentwurf der Bundesregierung zum Gesetz zum Neustart der Digitalisierung der Energiewende, das GNDEW. Und nachfolgend gab es dann viel, viel, viel Diskussion. Schlussendlich sollte nun ganz klar eine Vereinfachung der Regeln kommen. Die Aussage, alles, was bisher schon da ist, das geht weiterhin. Und demnächst, ja, soll es einfach schneller gehen, sollen weniger Kosten auf den Verbraucher landen, damit hier auch weniger Protest oder weniger Rückfragen geschehen und es soll einfach mal richtig losgehen endlich. Beispielsweise am 11. Januar 2023 gibt es eine Pressemitteilung des Bundeswirtschafts- und Klimaschutzministeriums. Kabinett beschließt Neustart für die Digitalisierung der Energiewende und stellt Weichen für beschleunigten Smart Meter Rollout. Und da gab es dann verschiedene Infos, hey, das soll jetzt also schneller gehen. Der agile Rollout wird ermöglicht, wo also bei vielen Verbrauchergruppen und auch bei vielen Erzeugungsanlagen jetzt sofort das Gerät eingebaut werden könnte oder halt demnächst. Und dass vor allem diese Preisobergrenzen, die eigentlich der Endkunde bisher zu zahlen hatte, im Prinzip sind das Messstellenbetriebskosten, dass die deutlich verringert werden und zum Beispiel ein Haushalt nicht mehr als 20 Euro pro Jahr für den richtigen Smart Meter zu zahlen haben. Davor konnten es bis zu 100 Euro sein. Jetzt eben 20. Das ist doch schon mal ein deutlicher Unterschied. Natürlich werden dann Kosten an anderer Stelle entstehen und das wird über diverse Wege vielleicht trotzdem beim Verbraucher ankommen, über die Netzentgelte zum Beispiel. Aber immerhin, ganz unmittelbar im Sinne der Messstellenbetriebskosten, wird der Verbraucher hier entlastet. Und nochmal der Hinweis auf dynamische Tarife und dass eben eine Steuerung hier möglich sein soll und dass alles simpler werden soll, standardisierter werden soll. Und da gab es zum Beispiel so einen Überblick über den Rollout-Fahrplan, der eben sagt, hey, wir müssen bis 2024 hier schon mal richtig loslegen
Und dann eben 2025 die Aussage, da müssen 20% aller Geräte eingebaut sein. 2028 50% und 2030 müssen 95% aller Geräte eingebaut sein. So muss es hier mal losgehen. Und dann gab es diverse Diskussionen. Im Bundestag gab es die sogenannte erste Lesung, da wird es erstmal aufgerufen, das war noch Februar 2023. Da wurde dann so ein bisschen diskutiert. Dann geht das Ganze in den Klimaschutzausschuss, wo dann verschiedene Energieexperten, Digitalisierungsexperten drüber sprechen. Das war am 15. März. Und man konnte sich das auch live anschauen, man kann sich auch das Video im Nachhinein anschauen. Da haben diverse Experten oder Sachverständige also ihre Stellungnahmen abgegeben. Und dann ging es wieder zurück in den Bundestag, in das Plenum. Die zweite und dritte Lesung hat am 20. April 2023 stattgefunden. Und wer sich ein bisschen damit auskennt, weiß, die zweite, dritte Lesung bedeutet, der eigentliche Gesetzesbeschluss passiert jetzt hier. Und tatsächlich, man hat es geschafft, mit ein paar Änderungsvorschlägen des Klimaschutzausschusses hat man das Gesetz zum Neustart der Digitalisierung der Energiewende umgesetzt. Man hat es beschlossen. Nach der dann noch stattfindenden Veröffentlichung im Gesetzesblatt wird also das Gesetz zum Neustart der Digitalisierung der Energiewende zeitnah in Kraft treten. Zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Podcasts Ende April. Tja, und nun haben wir ein neues Gesetz rund um den Smart Meter Rollout. Was wird nun passieren? Bestenfalls haben wir bald, wirklich bald, einen nicht nur klaren Zeitplan, bis wann hier die ganzen Geräte am Markt sein sollen. Wir haben dann halt vor allem endlich verlässliche Klarheit darüber, dass es jetzt auch wirklich stattfindet. Dass wir jetzt auch wirklich diese intelligenten Stromzähler oder überhaupt Energiezähler haben, dass die eingebaut sind, dass die, ja, digitalisiert sind, dass wir also nicht mehr nur einmal im Jahr uns da vorstellen müssen, um abzulesen und uns dann schlimmstenfalls auch noch verschreiben, wenn wir den Zählerstand aufschreiben irgendwohin per Hand, sondern nein, hier werden Daten zusammengetragen und automatisch übertragen. Die Daten kommen an im IT-System des Messstellenbetreibers und des Energieversorgers und des Stromnetzbetreibers. Alle haben Klarheit darüber, was im Energiesystem passiert. Und damit können wir dann tatsächlich Erzeugung, Speicher und Verbrauch intelligent aufeinander abstimmen. Das ist dann das System, in welchem jede Menge flexible Verbraucher, wie wir sie alle nämlich sind, aber auch jede Menge flexible Erzeuger, nämlich Solaranlagen und Windkraftanlagen, zusammen mit Biomasse, Wasserkraft und diversen anderen, vielleicht auch zeitweise noch fossilen Energieträgern, es schaffen, ein wunderbar funktionierendes, aufeinander abgestimmtes Energiesystem dann eben auch laufen zu lassen. Diese Smart Meter sind damit ein zentraler Baustein dafür, dass wir eben in diese neue Energiewelt endlich komplett übergehen können. Und damit das Ganze auch sicher funktioniert, brauchen wir eben Echtzeitdatenübertragung und auch Steuerbarkeit. Tja, und dafür gibt es keine so richtige Alternative. Das müssen also endlich flächendeckend Smart Meter mit einer standardisierten Funktionalität sein. Wie genau läuft das jetzt? Wir werden dann in Zukunft sehen, dass zum Beispiel in einem großen Mehrfamilienhaus im Keller ein Smart Meter Gateway mit verbaut ist. Das ist ein kleiner grauer Kasten. Der ist so die Kommunikationszentrale der Stromzähler und anderen Geräte. Dieses Gateway sammelt jetzt praktisch die Daten der einzelnen Zähler und anderen Sensoren und Aktoren und stellt die denjenigen zur Verfügung, die damit was machen dürfen und sollen. Also die Energieversorger, die Netzbetreiber und vielleicht irgendwelche Dienstleister. Die bekommen vom Gateway die Daten praktisch zugeschickt oder auf irgendwelche Server gestellt und damit kann dann gearbeitet werden. Und das Gateway empfängt dann auch die Steuersignale, die wiederum vom Dienstleister, Versorger, Netzbetreiber zurückkommen. Zum Beispiel könnte das ja sein,
dass der Endkunde irgendwann eine Stadtwerke-App hat, über die er zum Beispiel auch sein Smart Home zu Hause über das Smart Meter Gateway steuern könnte. Also auch wirklich so ein paar richtig interessante Komfortaspekte, Sicherheitsaspekte, Fernsteuerungsmöglichkeiten, die dann in Zukunft hier über das Energiesystem laufen könnten. Das wäre auch wirklich mal ein Punkt für den Verbraucher. Das wäre ein Vorteil, ein echter Mehrwert. Während ich ja vorher noch erwähnt hatte, eigentlich geht es uns ja um die Branche. Eigentlich brauchen wir diese Daten- und Fernsteuerungsmöglichkeiten, damit wir unser System sauber ausrichten und endlich sinnvoll aufeinander abstimmen können. Natürlich bedeutet das aber auch, dass endlich die technische Grundlage dafür da ist, dass der Verbraucher mehr damit machen könnte, als man sich eben klassischerweise unter einem Stromzähler vorstellen würde. Das geht in die Richtung, er könnte zum Beispiel über die Echtzeitdaten erkennen, dass sein Toaster erstaunlich viel Strom verbraucht, vielleicht ist er ja defekt, und dann tauscht er den eben aus und hat danach weniger Stromverbrauch. Oder er erkennt, dass er ein bestimmtes Verbrauchsverhalten hat und er könnte das optimieren, indem er beispielsweise, wenn er mittags seine Balkonsolaranlage laufen hat, dass er eben genau dann die Waschmaschine anmacht. Das macht er nicht nur auf Verdacht, sondern er weiß es dann, dass es wirklich so ist und er kann dann auch wirklich messen, dass es hier einen ernsthaften Vorteil gibt. Er kann es dann aber eben auch automatisch weiter abstimmen lassen, wenn nämlich zum Beispiel aus dem Netz die Rückmeldung kommt. Jetzt gerade ist der Strompreis richtig, richtig günstig am Markt und der Kunde hat einen dynamischen Stromtarif, bei dem das auch wirklich ankommt, in Echtzeit. Dann könnte der Smart Meter sagen, nee, jetzt doch lieber vom Stromnetz den Strom beziehen für die Waschmaschine oder was auch immer. Und die Erzeugung der Balkonsolaranlage, die soll jetzt stattdessen in die Batterie laufen. Vielleicht gibt es da ja eine kleine Powerbank oder irgendwas Größeres, eine kleine Autobatterie, die da mit angeschlossen ist. Dann soll die jetzt eben aufgefüllt werden, weil es jetzt in diesem Moment günstiger ist, vom Netz den Strom zu beziehen. Na, also, dass hier einfach eine gewisse Automatisierung, ein echter Komfort für den Anwender geschieht. Das sind so die Ideen, die hier vielleicht kommen könnten. Und es geht natürlich weiter. Wie gesagt, ich habe Smart Home erwähnt, dass wir über das Smart Meter Gateway, also so richtige Fernsteuerungs- und Automatisierungsanlagen in den Haushalt bringen können oder in die größere Gebäudeautomatisierung, wo dann also auf dieser standardisierten Grundlage des Smart Meter Gateways hier jede Menge Anwendungen kommen könnten, die wir bisher über einzelne Anbieter jeweils uns zusammenbasteln müssten. In Zukunft bestenfalls automatisiert. Dafür gibt es schon immer standardisierte Ideen aus der Branche, was wir uns denn wünschen und was dementsprechend auch die Funktionsgrundlagen der Hersteller sein würden. In der Vergangenheit nannten wir es dann TAFs, Tarifanwendungsfälle. Jetzt nennen wir es eher EAFs, energiewirtschaftliche Anwendungsfälle. Und das sind so die Funktionen, die wir uns von den Geräten wünschen. Also das, was der Smart Meter, was das Gateway können soll. Dahinter stecken Ideen, was sinnvollerweise in der Branche und auch für den Verbraucher gut wäre. Also zum Beispiel die Erhebung von abrechnungsrelevanten Daten für Strom am Anschlusspunkt und die dahinter steckende Tarifierung. Dass also zum Beispiel ein dynamischer Tarif wirklich bedeuten könnte, dass in jeder Stunde ein anderer Preis für den Verbrauch zur Verfügung steht, weil an der Strombörse oder im eigenen Energieportfolio meines Versorgers zu manchen Uhrzeiten eben Strom günstiger ist. Und das wird auch an mich weitergereicht. Wenn ich dann in dem Moment verbrauche, dann verbrauche ich günstiger. Und wenn dann später der Preis wieder höher klettert und ich verbrauche dann nicht, dann spare ich wirklich spürbar Geld. Und das eben automatisiert. Das nicht nur, weil ich es weiß und jetzt praktisch mein Gerät anschließe, sondern in dem Moment, wenn der Preis am Markt wirklich günstiger ist, entweder wird dann automatisch die Waschmaschine dann angetriggert, dass sie jetzt loslaufen soll, oder dann kriege ich auf mein Handy meinetwegen die Notification, jetzt kannst du loslegen. Oder in einer Viertelstunde kannst du loslegen, dann ist es günstig. Das wäre doch mal wirklich klug und sinnvoll.
Genauso könnte ein energiewirtschaftlicher Anwendungsfall sein die Steuerung von Verbrauchseinrichtungen im Niederspannungsnetz. Das könnte also zum Beispiel heißen, hey, hier haben wir eine Ladesäule für Elektromobilität. Und jetzt gerade haben wir vielleicht einen Engpass, also soll diese Ladesäule das Signal bekommen, lad jetzt mal mit weniger Kraft. Also packt die Leistung runter, sodass hier die Belastung für das Stromnetz in diesem Moment, wo es nötig ist, geringer wird. Und wenn dann in einer Viertelstunde das Ganze wieder ausgeglichen ist, dann kannst du wieder mehr Leistung ziehen und dann umso schneller wieder das Elektromobil aufladen. Oder auch sowas wie ja, Energiemanagement von regelbaren Erzeugungs-, Speicher- und Verbrauchseinrichtungen, also dieses von mir schon erwähnte aufeinander abstimmen von Erzeugern, von Speichern und von Verbrauchern. Netzzustandsdaten, Echtzeiteinspeisedaten, die Teilnahme zum Beispiel an der Regelenergie oder der Redispatch oder die Direktvermarktung. Wir haben ein paar klar definierte energiewirtschaftliche Anwendungsfälle, die sogenannten EAFs, die ihr euch auch selbst anschauen könnt im sogenannten Stufenmodelldokument beim BSI, beim Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik und dort dann im Themenbereich Smart Metering. Wir verlinken das dann auch natürlich mal im Artikel zu dieser Podcast-Episode. Dort gibt es dann, wie gesagt, das Stufenmodell zur Weiterentwicklung der Standards für die Digitalisierung der Energiewende in der Version 2.1 und dann wiederum diverse Anhänge. Im Anhang 1 gibt es die energiewirtschaftlichen Anwendungsfälle. Schaut euch das ruhig mal an, die sind da sehr genau ausdefiniert. Das sind so also die Grundlagen, die wir den Herstellern mitgeben. Das sollt ihr hier bauen, das sollt ihr entwickeln. Und das wird natürlich auch den Dienstleistern mitgegeben im Sinne von, das muss softwareseitig auch umgesetzt werden. Das brauchen wir in der Branche. Also entwickelt das doch bitte schön. Und damit kann man natürlich auch die eigenen Geschäftsmodelle als Stadtwerk sehr genau darauf ausrichten, was denn über die nächsten Jahre hier garantiert als Funktion über die Smart Meter zu vielen, vielen Haushalten, aber auch vielen, vielen Gewerbetreibenden und Erzeugungsanlagen gebaut wird. Dann können die das, weil es ist genau das, wohin es entwickelt wurde. Naja, und damit haben wir so nach und nach die einzelnen Bausteine, um diese ganz konkrete Digitalisierung der Energiewende auch umsetzen zu können. Dabei wünscht sich die gesamte Regulatorik, also der Gesetzgeber und die Aufsichtsbehörden, dass das eben nicht nur sich im Smart Metering rein und alleine befindet, sondern eben noch weitergeht auf die gesamte Netzstabilisierung in das Smart Grid, aber eben auch in eine intelligente Ladesäuleninfrastruktur, in ein Lademanagement, Smart Mobility, dass es eben auch in diese ja, wohnungswirtschaftlichen Anwendungen übergeht, das Smart Home, das Smart Building und natürlich auch ganz konkrete Mehrwertdienste für den Endkunden entstehen, Smart Services. Diese fünf einzelnen Einsatzbereiche sind in mehreren Clustern schon seit Jahren die erweiterten Anwendungsgebiete, die sich hier eben der Gesetzgeber wünscht, um ganz konkret auf Grundlage des Smart Meter Gateways ja, spürbare Mehrwerte eben für auch uns Verbraucher anzubieten. Und damit schlussendlich auch Geschäftsmodelle entstehen könnten, Wertschöpfung entstehen könnte, an den Stellen, wo die klassische Energieversorgung, die leitungsgebundene Energieversorgung, ja eben nicht mehr so viel Geld in die Kasse spült. Also praktisch möchte man dafür sorgen, dass, naja, der Energieversorger, das Stadtwerk in Zukunft noch Geld verdienen kann, indem es ganz konkrete Mehrwerte auf Basis der Energieversorgung noch, naja, aufbaut. Und dann eben zum Beispiel sagt, hey, über meine Stadtwerke-App kannst du nicht nur deinen Stromtarif organisieren, sondern hey, automatisiert kriegst du über uns immer günstige Versorgungspreise, über eben dieses Smart Meter Gateway. Aber du kannst eben dein Smart Home auch über diese App ansteuern. Und du kannst irgendwelche anderen Smart Services in der Smart City gleich mitbestellen. Und dann hast du eben vielleicht eine Flatrate mit uns als Stadtwerk und dann verdienen wir noch ein bisschen Geld daran. Also wirklich neue Wege, wie die Energiewirtschaft hier Wertschöpfung auf Basis von digitalisierten Geräten aufbauen kann.
Eigentlich war das auch schon über die ganzen Jahre geplant, aber wie schon erwähnt, wir haben es irgendwie nicht hinbekommen. Diese ganzen tollen Ideen haben wir die ganzen Jahre uns zwar vorgestellt, aber naja, die Geräte wurden ja nicht eingebaut. Es hat einfach daran gemangelt, dass wir endlich mal loslegen konnten. Jetzt ist es soweit. Wir haben jetzt also im April tatsächlich das Gesetz zum Neustart der Digitalisierung der Energiewende und jetzt kann es so langsam aber sicher losgehen. Am Ende des Tages wird es also an vielen Stellen, wie vorhin schon mal erwähnt, zum Beispiel im Mehrfamilienhaus im Keller, ein Smart Meter Gateway geben. Da, wo es eher die Einfamilienhäuser gibt, dann ist da irgendwo im Straßenzug so ein Gateway mit verbaut. Und das kann theoretisch ein paar Dutzend Stromzähler und andere Geräte verbinden und die eben auch steuern. Oder die Steuersignale vom Dienstleister, vom Versorger, vom Netzbetreiber weiterleiten. Dafür gibt es dann verschiedene technische Verbindungsmöglichkeiten und Schnittstellen. Zum Beispiel das Home Area Network, was im Prinzip das Heimnetz des Gateways ist. Damit ist praktisch die App verbunden oder eben das Display im Haus vom Anwender, auf dem er dann sagen kann, ich hätte es gerne hier automatisiert, diesen dynamischen Tarif, und ich hätte es gerne diese Smart Home Anwendung oder ich hätte hier gerne eine Anzeige über meinen Stromverbrauch in Echtzeit, damit ich mein Energiemanagement machen kann. Genauso gibt es da noch das Local Meteorological Network, das ist praktisch das Zählernetz, wo dann die einzelnen Geräte verbunden sind, die Sensoren verbunden sind, die Aktoren verbunden sind. Und wir hätten das WAN, das Wide Area Network, über das dann eben zum Beispiel die diversen Marktteilnehmer, die Dienstleister im, ich sage mal, Internet des Gateways verbunden sind. Und über diese diversen Schnittstellen, ne, passiert dann schlussendlich genau das, dass eben die Informationen auf das Gateway gespielt werden, was hier mit den einzelnen Stromzählern und mit den einzelnen verbundenen Geräten konkret passieren soll. Der sogenannte Smart Meter Gateway Administrator spielt das ein. Der spielt zum Beispiel ein Kommunikationsprofil ein und das gibt dann eben vor, wer wann welche Daten in welcher Zusammenstellung geschickt bekommen soll. Und so kriegen wir es nach und nach hin, hier wirklich auch neue Geschäftsmodelle möglich zu machen, weil eben diese vorliegenden Daten verwendet werden können und damit hier eben auch tatsächlich bestenfalls in absehbarer Zeit, naja, neue Wertschöpfung für die Energiewirtschaft zur Verfügung steht. Ich habe vorhin erwähnt, dass es da dieses Stufenmodell gibt, in der Version 2.1 aktuell. Das deutet vom Namen her ja schon an, Stufenmodell, dass hier nach und nach Stufe für Stufe weitere Funktionen vorgesehen sind, Stufe für Stufe neue Wertschöpfung vorstellbar ist, Stufe für Stufe das Ganze erst so richtig losgeht. Also auch wenn wir jetzt das Gesetz zum Neustart der Digitalisierung der Energiewende haben und jetzt der Rollout so langsam aber sicher losgehen soll, dennoch wird es noch eine Weile dauern, ehe wir wirklich überall flächendeckend in Deutschland diese Geräte haben. Ich habe es eingangs mal erwähnt in diesem Rollout-Plan, der auch Teil des Gesetzesentwurfs war, dass wir so bis 2030 95% der Verbraucher mit den Geräten versehen haben wollen. Naja, das ist noch ganz schön lang hin. Wir haben 2023. Also muss man auch irgendwann abwägen, wann bin ich denn soweit? Wann habe ich die Geräte? Wann habe ich die dahinterliegenden Geschäftsmodelle? Wann habe ich die Software, die das umsetzen kann? Aber auch, bis wann muss ich unbedingt in der Lage sein, mit all diesen Daten überhaupt arbeiten zu können? Denn auch da nochmal der wichtige Unterschied. Wenn ich bisher den Ferraris-Zähler hatte, diesen schwarzen Kasten, dieses analoge Stromzählergerät, habe ich einmal im Jahr einen Zählerstand bekommen, standardmäßig. Einmal im Jahr einen Wert. Wenn ich den Smart Meter habe, bekomme ich für jede Viertelstunde einen Wert. Also 96 Werte am Tag, 35.000 Werte im Jahr. In der Vergangenheit ein Wert im Jahr, dann 35.000 Werte im Jahr. Mindestens sind nur die Zählerstände.
Wenn ich also noch mehr Steuerungsmöglichkeiten machen will, habe ich im Zweifel tausende Daten am Tag. Und damit muss ich arbeiten können. Als jemand, der in der Lage ist, hier eine echte Wertschöpfung, echte Geschäftsmodelle für den Endkunden auch anbieten zu wollen. Das ist eine nochmal komplett neue Welt für die Energiewirtschaft. Bisher haben wir mit sowas natürlich nicht arbeiten müssen. Es wird wirklich spannend, welche Anbieter hier so richtig sich auch positionieren können und so richtig in der Lage sind, spürbare Mehrwerte für den Endkunden anzubieten. Das entsprechende Gesetz ist jetzt beschlossen. So langsam aber sicher kann man sich also positionieren und kann man jetzt davon ausgehen, dass es wirklich losgeht. Wer selbst Messstellbetreiber ist, naja, der hat sich hoffentlich schon vorbereitet und ist jetzt in der Lage, so richtig durchzuziehen, weil so langsam muss es passieren. So langsam aber sicher müssen die intelligenten Messsysteme eingebaut werden. Es bleibt also spannend. Nach all diesen Jahren der Unklarheit, ich erinnere nochmal an die Klagen und die Zurücknahme der Einbaupflicht im Jahre 21, nach all diesen Unsicherheiten, nach all diesen Grauzonen, was den Rollout angeht, sind wir jetzt so weit, dass es endlich so richtig losgehen kann. Und auch losgehen muss, denn, naja, allzu viele Anbieter, die sich wirklich durchsetzen konnten, hatten wir bisher nicht. Allzu viele Geräte haben wir bisher nicht. Aber so langsam muss es halt losgehen. Habt ihr konkrete Fragen, Anmerkungen oder Erkenntnisse rund um die Smart Meter? Dann könnt ihr das gerne in dem Beitrag, dem Blogbeitrag zu dieser Podcast-Folge auf energiewirtschaft-einfach.de kommentieren. Genauso wird diese Folge ja ab sofort auch auf YouTube mit erscheinen. Dort könnt ihr natürlich genauso gut in die Kommentare gehen und dort einfach was reinschreiben. Und zu guter Letzt, wenn ihr das bei Spotify hört, habt ihr unter dieser Folge so einen Feedbackbogen. Da könnt ihr eigentlich ja neue Themenvorschläge zum Beispiel reinschreiben. Ihr könnt aber auch eine Frage ganz konkret zu dieser Folge dort einfach reinschreiben. Ich werde das dann genauso da auch gerne beantworten. Tja, der Rollout von intelligenten Stromzählern, der Smart Meter Rollout, geht da jetzt wirklich endlich los? Haben wir es jetzt endlich geschafft, nachdem 2016 das ursprüngliche Gesetz kam, dass wir jetzt 2023 endlich loslegen? Glaubt ihr dran? Ich finde es spannend und ich hoffe, dass es endlich losgeht. Okay, heute ging es also um Smart Meter, es ging um intelligente Energiezähler, es geht um den Rollout, es geht um das Gesetz zum Neustart der Digitalisierung der Energiewende. Und damit geht es auch um die Grundlage für neue Wertschöpfung, für neue Geschäftsmodelle in der Energiewirtschaft. Wie gesagt, wenn ihr Fragen und Anmerkungen habt, platziert die an den entsprechenden Stellen und ansonsten folgt diesem Podcast, gebt eine Bewertung ab, wenn ihr das auf eurer Plattform noch nicht gemacht habt und ja, bis zum nächsten Mal hier bei Energiekram, dem unabhängigen Podcast über Energiewirtschaft. Mein Name ist Carsten Eckert.